als Objekt gesehen zu werden, das passiert immer nur von außen. Ich selbst sehe mich ja überhaupt nicht als Objekt oder als Gegenstand oder als Wix-Vorlage. Das ist für mich ziemlich weit weg. Ich schlüpfe da ja in eine Art Rolle, in eine Art Kunstfigur, die ich für gewisse Leute bin. Hi, ich bin Bonnie und ich ziehe mich für Geld aus und habe damit in den letzten 2 Jahren über 1 Million gemacht. Also ich bin Bonnie und mach Money. Ich verkaufe alles so, was ich trage. Ich habe sogar schon Badewasser verkauft. Für mich war es ja am Anfang ein Problem, mich auszuziehen. Gerade so, wo es um die erste Bikini-Foto-Aktion geht, war das immer noch mit sehr, sehr viel auch Angst verbunden und Vorsicht. Und es war halt einfach die Überwindung, weil ich mich erstmal nicht mit diesem Erotik-Ding identifizieren konnte. Also ich mache Erotikbilder, ich mache Erotikvideos und auch noch ziemlich viel anderes. Also ich habe ein richtig großes Repertoire, arbeite auch viel auf Kundenwunsch und ich vertreibe das Ganze im Internet, also auf 2 Plattformen, unter anderem OnlyFans und Forbased. So viel Geld, wie ich jetzt beispielsweise verdiene, das hätte ich mir niemals geträumt, verdienen zu dürfen. Wenn ich morgens aufstehe, dann mache ich eigentlich als allererstes die Story und filme so ein bisschen was, entweder von meinem Po oder halt, wie ich halt gerade im Bett liege. Für mich ist es nicht das Gefühl, dass ich Leute in mein Bett einlade. Ich lasse fremde Menschen an meinem Leben teilhaben. Aber ich habe da auch sehr viel Abstand zu. Also morgens früh ist es für mich eigentlich noch ganz entspannt. Es ist inzwischen auch in so eine gewisse Routine übergegangen, dass es für mich einfach überhaupt nichts mehr Besonderes ist. Einfach ein Punkt auf meiner Liste, den ich abarbeite. Und scheinbar sind Menschen tatsächlich auch daran interessiert, was ich so morgens mache. Also ich habe eigentlich kein Problem damit, das zu teilen. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Wie ihr seht, ich liege noch im Bett, bin noch gar nicht richtig in den Tag gestartet. Deswegen werde ich jetzt gleich erstmal duschen gehen und mir einen Kaffee gönnen. Ich war im Übrigen gestern im Nagelstudio und wie ihr sehen könnt, sind die ziemlich fancy geworden. Also ich liebe sie. Und ja, ich habe gesehen, dass super viele Nachrichten reingekommen sind und auch einige Anfragen für Wunschbilder. Und falls du auch Bock auf ein Wunschbild hast, dann kann ich das natürlich machen, aber dafür musst du mir hier schreiben, dann kann ich dir alle weiteren Infos geben. Und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Start in den Tag. Natürlich macht man sich sehr viele Gedanken über den Tag, über den Content, den man bringt und wie qualitativ hochwertig der ist und wie gut das dem potenziellen neuen Kunden gefallen könnte. Also ich denke jetzt nicht darüber nach, so was bringt das meiste Geld, sondern was könnte halt dem Follower gut gefallen, ob damit automatisch auch neue Käufer einhergeht, finde ich, sei mal so dahingestellt. Wenn ich gefragt werde, was sie macht, dass sie halt Influencerin ist im Erotikbereich, das sage ich. Und viele fragen dann auch nach und manche, denen ist das dann nicht so angenehm, das merkt man auch, da wird auch nicht weiter nachgefragt, da wird das so hingenommen. Aber so, ich glaube, das ist so die beste Art, wie man damit umgehen kann. Ich werde sehr, sehr häufig damit konfrontiert, dass mein Job noch komplett in die schmuddelige Ecke getrieben wird und dass man ja so auch so ein bisschen gesellschaftlich ausgegrenzt wird von vielen. Dass man auch oft als talentlos dargestellt wird. Also ich werde ganz oft mit Dingen konfrontiert wie, ja, wenn man halt nichts anderes kann, dann zieht man sich eben aus für Geld. Aber ich denke auch, dass viele einfach sich darüber gar nicht bewusst sind, was dahinter für ein Geschäftsmodell steckt und dass das mal nicht eben so ist. Ja,
Also ich habe einmal am Tag ein Angebotsbild. Das kostet $12,99. Das ist so das günstigste, was man bei mir bekommt. Und darüber hinaus sind preislich nach oben auch gar keine Grenzen gesetzt. Es war überhaupt nicht mein Ziel, genau dafür Geld zu bekommen. Ich habe ganz, ganz anders gestartet. Ich habe mit 16 meine Ausbildung als Zerspannungsmechanikerin gemacht. Ich bin quasi Dreherin, Fräserin, Schleiferin. Das ist der ursprüngliche Begriff. Ich bediene einfach Maschinen, die dafür sorgen, dass Werkstücke eine andere Form bekommen, um es mal so grob wie möglich auszudrücken. Bonnie hatte immer Interesse an Berufen mit handwerklichen Sachen. Dann ist sie halt bei Ford gelandet und da hatte sie richtig Spaß dran. Sie konnte die ganzen Fertigkeiten ausüben und konnte sich da mehr oder weniger mal durchsetzen. Das ist der Ort, an dem ich gelernt habe, bei Ford. Ich war quasi 3 Jahre hier in der Ausbildung und es ist total surreal, jetzt hier dran vorbeizugehen. Mich trennen so wenige Meter von dem Ort, wo ich auch eine meiner Leidenschaften ausleben konnte. Dann kam der große Umschwung, ich habe einen neuen Vertrag bekommen, ich habe knapp 1000 Euro weniger verdient. Und dann am Band zu arbeiten und 600 Mal am Tag dieselbe Bewegung zu machen, hat dann dazu geführt, dass ich absolut nicht mehr glücklich in diesem Job war. War dann sehr, sehr lange immer wieder krank und ich schätze, dass die Fehlzeiten dort nicht so gerne gesehen waren, weshalb ich dann danach nicht mehr übernommen wurde, ich dann halt arbeitslos war. Nach diesem Jahr und da bin ich dann erstmal in ein tiefes Loch gefallen. Ich habe Bonnie am 01.04.2017 kennengelernt. Wir haben diese Firma im November 2019 gegründet. Dementsprechend haben wir auch alles, was man in der Öffentlichkeit sieht, gemeinsam aufgebaut. Also Bonnie ist die Künstlerfigur und ich bin halt derjenige, der versucht, mit Strategien das meiste aus dieser Künstlerfigur rauszuholen. Dennis ist mein Management. Wir waren für einen gewissen Zeitraum, ich glaube 4 Jahre waren es ungefähr, waren wir zusammen und haben auch das ganze Business gestartet. Das war eine gemeinsame Entscheidung und er hat das von Anfang an immer sehr unterstützt und fand das schön, dass ich quasi meine Weiblichkeit ausleben kann. Dennis habe ich damals über Facebook kennengelernt. Da war ich noch überhaupt gar nicht im Social Media und habe mich das erste Mal getraut, was in eine Single-Gruppe zu posten, was sogar eher unüblich für mich war. Also es war so mehr ein Versuch und es hat dann auch tatsächlich direkt geklappt. Ja, wir haben uns dann getroffen und dann auch ein paar Mal und quasi gedatet und sind dann so quasi zusammengekommen. Es war eigentlich der Plan, dass sie meine Managerin wird, also ich dementsprechend derjenige bin, der dann auf die Bühne geht und Life-Coach ist. Ich hatte 2015 Hodenkrebs und war dann in einer stationären Therapie und wollte danach mit diesem Wissen rausgehen, mich selbst vermarkten und Life-Coach werden. Hab da regelmäßig Livestreams gemacht und habe halt so dementsprechend versucht, meine Reichweite oder meine Sichtbarkeit zu vergrößern. Und dann dachte ich mir, okay, wenn Bonnie ja sowieso gerade Teil meines Lebens ist, dann kann sie ja mit in diesen Livestreams einfach mal sich mit hinsetzen erstmal. Also wir hatten das erste Date und ich habe ja dann auch direkt die erste Nacht bei ihm geschlafen und ich wurde quasi ins absolut eiskalte Wasser geworfen. War dann halt der nächste Morgen und der hat gesagt, ja, ich würde gerne mal ausprobieren, wenn du vor der Kamera stehst. Und ich habe direkt gesagt, nein, auf gar keinen Fall, das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich habe noch nie vor der Kamera gestanden. Ich
weiß nicht, was ich da erzählen soll. Ich fühle mich damit nicht wohl. In dem Zeitraum, wo ich das gesagt habe, hatte er aber schon die Kamera aufgestellt. Und ich saß dann da und habe halt nichts gesagt. Und ja, dann kamen auch ziemlich viele Leute rein in den Livestream. Ich war total überrascht. Das hat dahin geführt, dass wir teilweise wirklich 2000 Live-Zuschauer hatten bei Facebook in dem Livestream. Und dann bin ich halt ins Bild gekommen und dann sind halt die Zuschauerzahlen rapide runtergegangen. Dann hatten wir noch 500. Wir haben dann natürlich irgendwann angefangen, das noch mal ein bisschen auszubauen, also mit kreativen Sachen, weil uns bewusst war, dass wir dann halt erstmal durch diese Provokation genau das erreichen, was wir erreichen wollten. Soll ich hier mit Sound hören oder? Ja, ja. Guten Abend, meine Lieben. Die Leute, die jetzt gerade eingeschaltet haben, sehen eine Frau, die sich ziemlich offen präsentiert, also ihre Brüste, die sie von Geburt an geschenkt bekommen hat, nicht in einem Reissack versteckt, in Kombination mit einem Eis, das sie lutscht. Also wenn ich das Video jetzt sehe und auch einfach so zurückdenke, dann weiß ich einfach, dass genau in diesem Zeitraum der große Wendepunkt für uns war, dass dort sich die Aufmerksamkeit auf mich verlagert hat, dass wir gemerkt haben, okay, ich ziehe viel mehr Zuschauer an und alles dreht sich eher um mich als um Dennis. Und ja, das ist so krass einfach für mich auch zu sehen, wie sich das noch viel weiter in diese Richtung entwickelt hat. Hatte erst 5.000, dann 10.000 und das war so, wirklich, ich habe täglich mehrere hundert bis 1.000 Abonnenten gemacht und das war so ein richtiger Boom und da war unsere Intention dann, dass ich vielleicht halt Influencerin werde, da war das so grob angedacht, nur blieben die Werbedeals aus, die wir uns versprochen hatten. Dann war halt der Tag gekommen, wo wir da wieder 8 Stunden gearbeitet haben für Instagram-Profil und sie hatte dann 120.000 Abonnenten und wir haben halt keinen Cent damit verdient. Und das war dann so der erste Punkt, wo wir uns dachten, da müssen wir irgendwas verkaufen und wenn es dann die Bilder sind. Ich wollte einfach mal gucken, wie die Leute bereit wären, quasi für Bilder zu bezahlen. Und wir reden hier von keinen Nacktbildern oder so, sondern einfach Bildern, die wir damals gemacht hatten, mit dem Hintergrund, die auf Instagram kostenlos zu posten. Da war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht klar, ob wir überhaupt irgendwie damit Geld verdienen können, haben das zum damaligen Zeitpunkt über PayPal probiert, hab dann den Leuten gesagt, ja, wenn ihr die Fotos haben wollt, die wird es nicht auf Instagram geben, die könnt ihr nirgendwo anders bekommen, außer ihr kauft sie bei mir, die kosten $7. Ja, so haben wir dann anfangs unser Geschäft gestartet. Ich hatte so damit gerechnet, dass wir vielleicht 200-300 Euro verdienen, was sehr viel Geld ist. Für eigentlich haben wir das ja für umsonst gemacht. Und da kam dann binnen 48 Stunden 1.400 Euro bei rum. Die Leute kamen und haben gekauft, gekauft, gekauft. Also es ging wirklich minütlich Zahlungen ein. Also wir hatten die ersten paar Tausend schon relativ schnell voll. Ich habe mich unfassbar überwältigt gefühlt. Ich dachte mir so, oh mein Gott, ich kann damit meine Schulden abbezahlen. Und ich war überrascht. Es war ein unglaublich unbeschreibliches Gefühl. Als es dann so darum ging, die erste Bikini-Aktion zu machen, habe ich natürlich erst einmal auch Nein gesagt, weil der Vorschlag kam damals von meinem Freund. Und ich wollte diesen Stempel nicht haben, weil ich darauf gehört habe, was die Gesellschaft über diesen Teil denkt. Und ich hatte Angst, diesen Stempel zu bekommen und allgemein als sehr negativ wahrgenommen zu werden. Aber es war dann so, dass ich halt er mir auch so Argumente vorgelegt hat, die halt einfach verständlich waren. Wenn man zum Beispiel in eine Sauna geht oder in den FKK-Bereich, dann kann auch vom Prinzip jeder, wenn Bonnie da ist, sie nackt sehen. Da ist es völlig normal und auch kein Problem. Nur wenn dementsprechend ein Foto gemacht wird, was man erwerben kann, dann ist es quasi irgendwie ein Problem.
Es ist natürlich nicht genau das Gleiche, ob wir in der Sauna nackt sind oder im Internet. Mein Name ist Madita Oeming, ich bin Kulturwissenschaftlerin und ich habe mich auf den Themenbereich Pornografie spezialisiert. Ich verkaufe ja diese Bilder, darum geht es ja auch. Das mache ich nicht, wenn ich in der Sauna bin. Ich lade andere Menschen aktiv dazu ein, mich anzusehen, mich gewissermaßen zu objektifizieren. Und außerdem sind die Bilder eben in einem Medium, wo ich gewissermaßen die Kontrolle darüber verliere. In der Sauna weiß ich, wer mich sieht, weil ich mit diesen Menschen in einem Raum bin. Im Internet weiß ich das nicht und ich kann auch nicht kontrollieren, wo diese Bilder am Ende des Tages landen. Hat er heute schon was gegessen? Ja, hat er schon. Ja, doch, schon genug. Ja. Papa hat heute vorgeschlagen, es gibt ja auch, man kann auch Kekse backen für Hunde. Ich sag, als sie da in diese Branche eingetreten ist, sage ich mal, das war für uns sehr schwer zu verstehen. Aber da hatte man auch noch nicht gesehen, wo geht das hin? Ne, was soll das werden? Da haben wir so die ersten Bilder gesehen, die online kamen. Und da waren wir erst gar nicht mit einverstanden. Als sie dann anfingen, gutes Geld damit zu verdienen und das in hohen Beträgen, sehr hohen Beträgen, man kann das gar nicht glauben im ersten Moment. Mit solchen Sachen, die sie macht, dass man damit so unfassbar viel Geld verdient. Und ja. Willst du verlängern? Ich will weitergeschlagen werden. Wie viel kosten denn 15 Minuten? $200. Bitte, ich möchte weitergeschlagen werden, mein Meister. Danke, Herrin. Es macht mich geil, wenn Sie meinen Namen schreiben. Dirty Talk mache ich so vielleicht 7-8 Mal die Woche, mal 14-15 Mal die Woche. Das kommt immer darauf an, wie hoch die Nachfrage ist. Es gibt Kunden, die das schon öfter bei mir gemacht haben, dementsprechend halt auch öfter buchen. Ist schon ein sehr häufig angefragter Service, würde ich sagen. Dirty Talk ist bei mir ausschließlich Schreiben. Man bekommt halt noch zwei Bilder dazu, aber ich mache das weder per Sprachnachricht noch irgendwie, dass man mit mir telefonieren kann. Es ist halt auf 15 Minuten begrenzt und in den 15 Minuten hat man halt Zeit mit mir Fantasien, zu beschreiben, was man gerne jetzt machen möchte. Und genau, das passiert dann alles schriftlich. Also einer der Follower hat jetzt geschrieben, ob Wichsen auch erlaubt ist. Und ich werde ihm das jetzt bejahen und dann ihm halt sagen, dass ich ihm sogar dabei helfen kann, eben bei genau diesem Dirty Talk. Nur halt eben auf meinen kostenpflichtigen Seiten können wir ja über die Fantasie gerne mal ausführlich schreiben. Aber ich würde auch behaupten, dass ich sehr, sehr gut inzwischen in der Sache bin, dass ich sehr weiß, worauf Männer stehen, zumindest ein großer Teil, und dann, dass sie trotzdem zum Höhepunkt kommen, auch wenn es nur schriftlich ist. Alles, was wirklich in den Porno-Bereich geht, würde ich sagen, ist schon so meine Grenze. Also so mit Selbstbefriedigung oder halt auch mit einem Drehpartner, das mache ich jetzt nicht. Das steht auf jeden Fall bisher nicht zur Verfügung. Ich denke, es gibt einige wenige unterschiedliche Gefahren. Also diese Bilder sind im Internet. Und das Internet vergisst nie, also die werden auch für immer im Internet bleiben. Und ja, es kann auch sein, dass Menschen gegen deinen Willen und auch gegen die Richtlinien der Plattform deine Inhalte veröffentlichen. Und ja, wenn man den Job später nicht mehr machen möchte, kann es auch sein, dass der zukünftige Arbeitgeber deinen Namen googelt und dich in Verbindung mit der Plattform findet und dich vielleicht nicht nimmt. Wer sich darauf einlässt, muss sich bewusst sein, dass das Konsequenzen haben kann, dass das mit Abwertung verbunden ist und auch wirklich mit Diskriminierung, nicht nur in Form von Anfeindungen, sondern von ich bekomme einen Job nicht mehr, ich bekomme eine Wohnung vielleicht nicht, ich kann bestimmte Dienstleister auch privat nicht mehr nutzen. Und es ist durchaus realistisch zu sagen, dass man da in gewisser Maßen gebrandmarkt ist.
mein Badewasser jetzt abgefüllt in diesen kleinen Vorratsdöschen. Da sind wir schon so bei $150. Da kommt dann noch der Versand dazu. Das kommt auch immer darauf an, wie lange ich in der Badewanne sitze und ob ich da noch irgendwas Spezielles machen soll, irgendwelche speziellen Zusätze verwenden soll. Also da richte ich mich ganz nach dem Kunden. Meine Kunden sind halt tatsächlich hauptsächlich in Deutschland lebend und bezahlen halt am liebsten mit PayPal. Jetzt war es aber so, dass halt auch viele Leute versucht haben, dort ihr Geld zurückzubekommen und die Bilder quasi umsonst zu erlangen. Dadurch ist PayPal halt so sehr auf mich aufmerksam geworden und hat sich die ganzen Sachen dann nochmal angeguckt und hat uns gesagt, nee, das ist uns doch nicht so koscher und wir wollen das nicht bei uns haben. Das war's jetzt für dich mit PayPal. Also du darfst nie wieder sowohl privat als auch geschäftlich PayPal nutzen. Ich habe da jetzt eine lebenslange Sperre drin. Und dann mussten wir uns erstmal umschauen. Und dann war so der letzte Strohhalm, weil wir es bei mal irgendwem gehört haben, OnlyFans zu probieren. OnlyFans ist vom Prinzip einfach eine Plattform, wo jegliche Art von Influencer oder Star dieses Tool an seine Plattform dran doggen kann, um dann halt die Followerschaft von dem jeweiligen Künstler zu monetarisieren. Den Abopreis kann man zwischen $5 und $50 monatlich selbst entscheiden, wie viel es kosten soll. Das Geschäftsmodell ist so, dass alle Einnahmen, das heißt sowohl was für das Abonnement bezahlt wird, als auch was da sonst an Trinkgeldern, besonderen Ausgaben für Videos, Fotos getätigt wird, 20% gehen davon an OnlyFans und 80% gehen direkt an die CreatorInnen. In welcher Dimension reden wir jetzt eigentlich? Was habt ihr zusammengenommen verdient? Also wir haben Stand heute Forbased 509.000 und OnlyFans, ich könnte nachgucken. Also Stand jetzt, wenn wir alle Einnahmen von allen Plattformen zusammenführen, haben wir 1.300.000 verdient. Ich glaube, dass wir in unserem ersten Monat bei $35.000 waren. Inzwischen bin ich bei einem Monatsumsatz zwischen $50.000 und $75.000 brutto. Also ich glaube, ich bin im Moment unter den Top 1 oder 2%. Das heißt, dass 99% der User weltweit von OnlyFans weniger Geld verdienen. Also ich habe mir als allererstes ein neues Auto gekauft. Das war schon ein gutes Gefühl auf jeden Fall. Vor allen Dingen den auch dann direkt bar zu bezahlen. Ich habe mir Sachen ermöglicht, die ich vorher nicht machen konnte. Ich habe mir unfassbar viele Klamotten gekauft. Ich habe mir ein Haustier zugelegt. Ich habe meine Freunde unfassbar beschenkt. Ich habe auch schon die ein oder andere kleine Investition gemacht. Also ich habe mir auch zum Beispiel eine Rolex gekauft. Das ist ja ein Luxusgut, aber gleichzeitig auch Investition. Die habe ich jetzt schon etwas länger. Die hat damals, glaube ich, 13.800 € gekostet. Und ja, ich habe sie mir in Gold und Silber geholt, damit sie auch zu einem passt. Ich trage die eigentlich auch super, super gerne, aber weil die halt super schnell auch zu Schaden kommt, muss ich da ein bisschen aufpassen und es ist ja auch eine Investition. Deswegen aktuell hängt sie eher bei mir in meinem Schmuckkästchen. OnlyFans hat für viele Creator sehr überraschend sich im September 2021 ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt und einfach dann an alle Creator eine Mail rausgeschickt, so nach dem Motto, yo, wir haben unser System und unser Konzept noch mal ein bisschen überdacht und wir möchten nicht mehr dieses Porn-Image haben, wir möchten uns von dieser Porn-Bubble verabschieden. Ja, dann gab es einen riesengroßen Aufschrei in der ganzen Welt und dann ist OnlyFans nach 5 Tagen von selbst wieder zurück. Gerudert, aber in diesem Zug hat sich dann doch was für den deutschsprachigen Bereich verändert. Und zwar gab es vorher die Möglichkeit, mit Sofortüberweisung zu bezahlen. Und nach diesem Es bleibt alles so, wie es ist, haben sie sich dann doch von dieser Sofortüberweisung
Option verabschiedet. Und das hat uns natürlich stark getroffen. Das ist etwas, was sehr üblich ist in der Pornoindustrie, dass am Ende des Tages Zahlungsdienstleister wie Visa, Mastercard entscheiden, was ist okay und was ist nicht okay. Und das verlangt SexarbeiterInnen eine sehr große Flexibilität ab, immer wieder zu neuen Plattformen, zu neuen Dienstleistern, zu neuen Möglichkeiten überzugehen, um weiterhin zu überleben. Und deshalb bin ich dann noch gesplittet auf eine andere Plattform, jetzt auf Forbased, und da verdiene ich jetzt so mein Hauptgeld. Ich bin heute beim Schönheitschirurgen, ich habe da heute einen Termin. Da gehe ich so ja, 2-3 Mal im Jahr hin. Für mich ist das sehr wichtig, also mein Körper ist auch mein Kapital und ich muss ja auch dafür sorgen, dass das alles ja, genauso bleibt, dass ich mich vor allen Dingen noch in meiner Haut wohlfühle. Ich zeige dir das mal im Spiegel nochmal, was wir machen würden. So. Also du würdest einfach diese Falten etwas reduzierter haben, trotzdem Mimik haben, also du kannst deine Stirn ganz normal bewegen und dann würden wir noch die Augenbrauen seitlich etwas so öffnen, sodass du halt mehr so ein Open Eye, so ein offeneres Auge halt hast. Perfekt. Gerade wenn man jetzt 2 Behandlungen macht, wie in meinem Fall, da sind wir da schon im 4-stelligen Bereich. Aber das ist dann auch etwas, was ich mir dann sehr gerne und gut leisten kann, ja, aufgrund meines Jobs. Da spürst du etwas mehr? Mhm. Ist es etwas, worüber ich dann auch nicht mehr viel nachdenken muss? Also da buche ich dann auch, ohne aufs Konto zu schauen. Ich weiß ja dann einfach, dass das für mich passen wird. Ja, wow, das sieht mega aus. Sehr natürlich passend zu deinem Gesicht, denke ich. Ja, echt. Also man darf nicht vergessen, dass da ja ganz viel auch noch drumherum ist. Also ich bediene, keine Ahnung, 9 Plattformen, auf denen ich jetzt kein Geld verdiene, wo ich einfach nur jeden Tag aktiv sein muss. Und ja, das ist mit ganz schön viel Aufwand verbunden. Gerade im Social Media ist es sehr, sehr wichtig, halt präsent zu sein, stündlich präsent zu sein, Stories zu machen. Und natürlich, wenn ich dann halt einen gewissen Anspruch habe, zum Beispiel sage, jede 3 Stunden machen wir eine Story und dann Bonnie halt eben nicht jede 3 Stunden eine Story macht, dann ist man natürlich emotional irgendwann in einer Position, wo ich dann einfach mal sage, man streitet sich nicht nur über die normalen Beziehungssachen, sondern man streitet sich dann halt auch geschäftlich. Tatsächlich hat gerade das alles in der Beziehung ziemlich kaputt gemacht, weil man halt nicht mehr unterscheiden konnte, wann spricht dein Partner geschäftlich mit dir und wann nicht. Und das war dann auf beiden Seiten so, dass wir uns dann in diese Richtung nicht mehr so gut verstanden haben. Also ich würde mal sagen, dass der Job unsere Beziehung auf eine Probe gestellt hat und ja, diese Probe halt nicht überstanden wurde. Eine Sache habe ich noch. Ich habe ein Lied gemacht für Bonnie. Ja, also als sie sich von mir getrennt hat. 2017, ich lernte dich bei Facebook kennen. Du warst eine von den Mädels, die man Lady nennt. Eine Beziehung war für mich jetzt so nah, doch so weit. Wenige Tage später gab es uns nur noch zu zweit. Ich habe noch nie gerappt, ich habe noch nie gesungen, ich habe noch gar keine Ahnung davon gehabt. Ich wusste einfach nur, ey, das wird mir bestimmt gut tun in diesem Verarbeitungsprozess. Und gleichzeitig habe ich halt was erschaffen, was man mir auch nicht nehmen kann. So. Und ja. Ich hab dir businesstechnisch meine Energie gegeben, doch dann fühlte sie sich eben. Gibt viele Wege Richtung Ziel gehen. Nie im Leben dachte ich, sie wird gehen. Sie war einsam zu zweit. Wir hatten zu dem Zeitpunkt einen Termin bei unserem Steuerberater, weshalb wir eine längere Autofahrt zusammen hatten. Und da hat er mir den gezeigt, als wir mit dem Termin fertig waren. Und ich muss sagen, ich habe das sehr wertgeschätzt, dass er da so viel Arbeit reingesteckt hat, das definitiv. Aber es war für mich, ich habe mich sehr vor den Kopf gestoßen gefühlt, so aus heiterem Himmel. Und ich soll jetzt dazu was sagen, gegebenenfalls irgendwie noch meine neue Entscheidung treffen, wo ich dachte, das ist mir einfach viel zu viel. Einsam zu zweit. Ist schwer. Ja, weil es ist schön, das ganze Geld und die ganzen materiellen Sachen, aber im Verhältnis. Für mich war diese Trennung nicht so stark. Ich glaube, ich habe mir fast 1 Jahr darüber Gedanken gemacht und 1 Jahr hat es ungefähr gedauert, bis ich mich dann dazu entschieden hatte, mich zu trennen. Boah, wenn ich in der Zeit zurückreisen könnte, ob ich dann noch mal etwas anders machen würde,
Weiß ich tatsächlich gar nicht, weil das hat dafür gesorgt, dass wir so erfolgreich sind. Ja, es ist halt immer noch schwer, weil man eben diese gemeinsame Vergangenheit hat. Aber ich glaube, dass es jetzt gerade für das Geschäft wesentlich besser ist als vorher. Ich weiß nicht, ich will den Dom auf jeden Fall in der Story mit drauf haben. Das Problem ist, dass ich dieses richtig fette Hochhaus auch mit drauf habe. Mhm. Ja, das ist nicht so schlimm. Es ist halt Köln, so wie es halt aussieht. Und deswegen, du bist ja der Fokus. Was ich mir für Bonnie wünsche, für die Zukunft, dass sie einen Weg findet, zukünftig dort vielleicht auch zu arbeiten, aber vielleicht nicht so in diesem Erotikbereich. Sie sagt zwar immer, im Internet gibt es für jedes Alter Kundschaft, aber ich sag mal, irgendwann ist da auch Schluss und dann werden auch die Summen nicht mehr so hoch sein. Ich weiß, dass das hier jetzt nicht mein hundertprozentiger Traumberuf ist und dass das auch sicher nicht das Letzte ist, was ich mache. Aber ich denke, dass ich das jetzt noch ein paar Jahre machen kann. Und mein Ziel ist es, so im Groben vielleicht das so lange zu machen, dass ich nicht mehr so viel arbeiten brauche und mir dann frei aussuchen kann, was ich dann mache, ohne dass es wichtig ist, wie viel ich damit verdiene. There's an endless space between our heads and our hearts, walking divided. Smashed the whole thing into its parts. Let it outgrow, grow, grow. The further we go, go, go. Ziemlich interessant, was unsere Recherchen da ergeben haben, oder? Wenn euch das gefällt, dann abonniert doch am besten hier gleich unseren Kanal. Und hier haben wir noch weitere investigative und spannende Recherchen.